Hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3. Battlefield 3 meine ich natürlich. Da habe ich jemanden gesehen. Moment. Okay, das ist ganz schön ruhig. Zu ruhig, meiner Meinung nach. Oh, der Abholhelikopter wurde zerstört. Ja, das nennt man mal Fail hier gleich am Anfang der neuen Folge von Battlefield 3, der 11. Part. Machen wir das Ganze nochmal. Jo, was war das denn? Mist, überhitzt. Ah, die Waffe ist wieder überhitzt. Ich wiederhole. Faint Dia 0. Wir sind in 30 Sekunden da. Haltet euch bereit, verstanden? Ja. Markieren LZ mit gelbem Rauch. Over. Wir haben Sichtkontakt zu eurer Position mit Feld 1-3. Feld 3-1. Achtung. Mehrere feindliche Einheiten. Hier mal schnell wegballern, hoffentlich. Hoffentlich wird das was. Ich weiß jetzt nicht, ob es was wird. Ich hoffe mal. Müssen sie hier erledigen. So, den haben wir. Hier haben wir auch noch welche, die müssen auch weg. Ja, es sieht sehr, sehr gut aus. Ja, ihr kommt ein bisschen zu spät, mein Freunde. Mein Freunde, meine Freunde meine ich natürlich. Na komm, hier, du auch noch. Ich bin doch eh viel stärker als ihr. Zumindest meistens. Admiral 66, Admiral 66, hier Admiral 34. Erbitten sofortige Unterstützung. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Panzer ist nah
Feuerfähig! Verstanden, versuche Luftunterstützung anzufordern. Wir tun alles, was wir können. Over. Wir brauchen sie aber jetzt! Halt durch, Kumpel. Wir kommen. Naja, war das jetzt gescriptet vor allen Dingen, nee, gescriptet. Oder war es jetzt, ja, anscheinend schon. Mr. Miller, richtig? Amerikaner oder ihre Souvenirs. Gehört er ihrem Kind? Ich kann den Namen lesen. Johnny Miller. Hoffentlich vermisst er ihn nicht zu sehr. Ach, Kinder gewöhnen sich schnell an diese kleinen Dinger und weinen tagelang. Wenn sie sie verlieren, wissen sie warum? Diese kleinen Dinger erinnern sie daran, dass sie geliebt. Aber Verluste gehören zum Erwachsenwerden dazu, nicht? Wenn man erwachsen wird, muss man die Unabwendbarkeit des Todes akzeptieren, Mr. Miller. Die Unabwendbarkeit, Mr. Miller. Verstehen Sie? Mein Vater hat mich das gelehrt. Oh, das ist ja super aufgepasst. Also ein Held sein. Ich hoffe, das tröstet Sie etwas, Bruder. Amadei, Herr John. Eine Schande. Ihr kommt in unser Land, um uns zu töten und nennt uns dann Terroristen, weil wir unsere Nation und unser Volk schützen. Das ist der Preis, den ihr bezahlen müsst. Okay. Ja. Ja, Mission, Nachtschicht. Ja, wir starten eine neue Mission. Und sie ist bei Nacht. Wer hätte das gedacht? Es reimt sich sogar so ein kleines bisschen. Ja, das ist... Ich glaube, ich weiß, welche Mission. Ich glaube, das ist eine pure Sniper-Mission. Wenn ich mich recht dran erinnere. Ich habe diesen Singleplayer nämlich nie durchgespielt. Aber ich habe mal ein Let's Play gesehen, wie gesagt. Ein Part von Let's Play... Und da kam die, so eine Mission vor mit den Snipern und ich glaube, das dürfte die jetzt langsam auch sein. Wir sind nämlich schon ziemlich fortgeschritten im Spiel. Weil das sind jetzt nur noch so rund um 9 Parts oder so. Und wenn ich immer... Ja, ich halte meine Schnauze erstmal. Oh, YouTube. Hübsches Bild, nicht wahr? Widerwärtig, aber es bringt Solomon nicht mit der Bombe in Verbindung. Haben Sie sonst noch was, Sergeant? Ob ich noch was habe? Was wollen Sie denn noch? Sie haben doch gesehen, wie er Miller getötet hat. Sergeant, Ihre Fingerabdrücke und die Ihres Kumpels Dima ziehen sich durch die ganze Geschichte. Sind Sie ein scheiß Bulle? Auf wessen Seite stehen Sie? Sie waren in dem Raum, wo dieses Video aufgenommen wurde und in der Bank, wo die Bomben gefunden wurden. Ja, ganz recht. Wir fanden die 3 Bombenvorrichtungen, die zerrissenen Karten. Solomon war mit Al-Bashir auf dem Sicherheitsmonitor. Das Gebäude ist weg. Ihr Beweis ist weg. Sie haben gar nichts. Ja? Gut, wann war denn das? Sind Sie sicher? Okay, danke. Wie es scheint, ist uns gerade einer von Solomons Decknamen in New York ins Netz gegangen. Da haben Sie es schon. An Ihrer Geschichte könnte was dran sein. Al-Bashir ließ keine Zweifel daran, dass Solomon seine rechte Hand war. Ach ja? Wann denn? Als wir ihn verfolgt haben. Kämpfe und ich. Ja, jetzt müssen wir Solomon finden, so wie sie es schon anhört von... Oder wie sie das angestellt haben. Misfit 1-3, hier Misfit 1-4, sind unterwegs. Wie ist euer Status? Es regnet. 1-3 ist bereit, over. Verstanden. Kommt schnell zu euch, out. Das ist Cole. Da kommt zum Teufel vor den Sturmtruppen an. Irgendwas stimmt da nicht. Okay. Knipst die Lichter aus. Wir müssen die LZ abdunkeln. Fang an, wenn du bereit bist. Ja, das ist diese Mission. Die Lichter. Sollen wir die Lichter ab?
Beeil, sie können erst landen, wenn es da unten dunkel ist. Ja, welche Lichter denn, mein Freund? Ich weiß jetzt nicht, welche Lichter du meinst. Welche Lichter? Ja, mach du doch, Mann. Hä, wo bist du? Ach, da unten. Ja, ich check grad nicht, was ich machen soll. Ach so, hier, glaube ich. Oder was ist das denn? Na, irgendwie nicht, ne? Boah, sieht ja immer hier. Oh, coole Waffe. Ah. Guter Schuss. Noch zwei. Ja, so müssen wir das machen mit dieser Waffe. Das ist... mehr davon. Mist. Oh, die Waffe ist ziemlich gut. Eine schöne Schnellschusswaffe. Guter Schuss. 1-4, LZ gesichert. Habe Sichtkontakt. Over. Ja, da kommen unsere Freunde. Unsere Freunde. Na, man sieht sie kaum, aber man hört das doch eigentlich. Verstanden. Müssen für Sichtkontakt nach rechts, over. Geh in Position. Wir müssen die Straße für Sie säubern. Huch, wo ist der denn jetzt schon hin? Oh, der ist ja auch schnell. 1-4. Sind in Position. Over. Verstanden. Rücken vor. Was siehst du, Blackburn? Scheiße, PLA. 1-4, warten. Feind voraus. Angreifen, over. Orientiert euch an der Position. Geht nach rechts über der Straße zum Kalab. Komm, schaltet ihn aus. Guter Schuss. 1-4, ihr könnt los. Rücken jetzt vor bis zum OP Bravo. Over. Verstanden. Ja, das ist eine nette Mission. Komm schon, los. Muss ich sagen, also mir gefällt diese Mission. Ich bin auch nicht hier ganz so laut, also nicht ganz so laut, ich rede sehr, sehr wenig, weil man hier kaum was kommentieren kann. Wir sehen uns unten. Jo, tschö. Yeah, das ist nochmal geil. Vielleicht nicht gut für die Beine, aber trotzdem lustig. Okay, sicher. Gehen wir. Hey, jo. Jojo. Nicht angreifen. Ups. Okay, so dürfen wir nicht angreifen. Du zuerst. Ich heb dich drüber. Hüp. Alles klar, das ist ja, hat ja schon mal super geklappt, ne? Unser Blackburn Charakter ist noch sehr, sehr sportlich. Beobachtet.
bevor sie zurückkommen. Okay, lauf, 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 lauf. Go, go, go. Okay, weg sind sie. Und er hier oben. Laufen wir mal hoch hier. Mit diesem Schrottgebäude. Alles durch den Krieg schon zerstört. Ja, durch einen Schuss durchlöchert. Das klappt ja ziemlich gut. Das Snipergewehr ist aber auch geil mit den Infrarot und alles. Das gefällt mir. Ist gar nicht so schlecht. So, ja. Klar. Okay, ja, die sehen uns auch gar nicht, ne? Ist ja realistisch. Ja, entweder sie sind total dämlich oder das Spiel ist total unlogisch. Okay, wenigstens gibt es hier große Speicherpunkte, das ist schon mal... Nimm dein Messer. Na komm. Okay, wir müssen abhauen. Ganz dringend sogar. Da drüben, in den Kanal. Bleib in meiner Nähe. Das sollte sie ausbremsen. Was denn? So. Okay, ja, das ist ja jetzt super ruhig verlaufen. Ja, jetzt sind wir hier eine Kanalratte und laufen hier durch den Kanal durch die Gegend. Im Erdgeschoss, rechte Seite. Da hoch. Ja, kein Ding. Klettern wir hier mal hoch. Ist kein Ding, weil das... Oh. Mach schon. Geh da hoch. Hoch. Ja, das ist ja hier... Ich hab Infrarot, mein Freund. Und ihr mit euren Scheiß...
Taschenlampen kommt nicht weit. Dann mal los. Da, die Treppe. Wir können zur anderen Gut, Seite. Dann werden wir mal laufen. Ja, komm, geh du mal vor, denn. Kaufhaus ins verfickte Funkgerät. Könnt ihr noch gleich eine Karte für den Hinterhalt zeichnen? Okay. Das ist auf der anderen Seite der Gebäude hier. Wir kürzen hier durch ab. Scheiße. Halt dich bereit. Ach du Kacke. Das ist es. Das ist der Scheißraum. Hier haben sie es gemacht. Ach du Scheiße. Misfit, hier Misfit 1-3. Ich bin am Treffpunkt Delta. Hier ist was. Verstanden? Geht's auch etwas genauer, 1-3? Ich habe Beweise vor mir, dass an dieser Stelle Corporal Miller exekutiert wurde. Kamera und alles andere. Was zur Beschreibung? 1-3, bist du sicher? Ziemlich sicher, ja. Okay. Ich schicke sofort ein Team los. Vielen Dank. 1-3, die 1st Marine Division hat gerade das Ostviertel erobert. Die Schlacht um diese Stadt ist so gut wie zu Ende. Beenden wir sie heute. Verstanden. Ach, wir sind ja gar nicht Blackburn, glaube ich, im Moment. Sie kommen. Warte auf sie. So, tschö. Gut, dann müssen wir die mal wegknallen. Upsi. Ja, Moment, Moment. Ihr kommt doch alle dran. Keine Angst. Hier wird keiner leer ausgehen. Oh, fuck. Geh doch mal weg, Mann. So, hier sind wir. Super, hier Nummer. Sag mal, wie viele sind denn das hier? Das Magazin ist aber schnell alle von der Waffe. Okay. Gesichert. Du hast ja nicht mal gesichert, hast du recht. Jetzt alles an Sie. Cole will Al-Bashir persönlich ergreifen. Er ist schon seit Jahren Captain und will den Obermotzen zeigen, dass er es noch drauf hat. Er ist scharf auf einem... Oh ja, der ist bestimmt scharf. Elender Arschkriecher. Blackburn, Capo, hier drüben. Sind 200 Gebäude entfernt. Müssen nur noch durch das Kaufhaus. Bereit? Ja, Sir. Dann mal los. Ja, das dürfte ja kein Ding sein, ne? Wenn die Kacke am Dampfen ist, nutzen wir dieses Gebiet als Rückzugspunkt. Okay, gut zu wissen. Es regnet immer noch hier, das ist ja ekelhaftes Wetter. Okay, Update. Blackburn, Campbell, ihr überwacht den ganzen Ablauf von diesem Dach hier aus. Wir treffen uns danach am Kaufhauseingang. Wir haben jetzt Al-Bashirs Standort bestätigt. Definitiv nicht. Wir brauchen Al-Bashir lebendig. Wegen seiner Infos über die Bomben aus der Bank. Ich will nicht, dass die Sache so endet wie bei Bin Laden. Verstanden? Alles klar. Packen wir es an.
Ja, packen wir das an. Hey, soll doch... Na, geht doch. Jetzt kann ich hoch. Dann werden wir hier mal hochgehen. Aufs Dach. 1-4. Ja, wir gehen aber auch erst in Position im nächsten Part von Let's Play Battlefield 3. Ich hoffe, dieser Part hat euch auch wieder gefallen. Wenn euch der gefallen hat, kommentiert oder gebt mir mal Feedback. Würde mich freuen. Wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Battlefield 3. Bis dann, Leute. Ciao.